Hi, im November hatten wir Spätzle gemacht, also hier aus Kognakmehl und Mandelmehl und so. Und ich glaube, wir haben damals sogar schon gesagt, dass wir damit mal Kässpätzle ausprobieren müssen. Und das haben wir getan. Und deswegen gibt es heute ein Rezept für ganz leckere Low-Carb-Kässpätzle. Und falls du neu hier bist, ich bin die Froni von Salada.de und bei uns hier dreht sich alles um Low-Carb, Keto und so weiter. Für die Kässpätzle brauchst du natürlich zuerst mal Spätzle. Da wir nicht wie jeder High-Carber in den Supermarkt gehen können und die Spätzle dort einfach kaufen können, müssen wir die selber machen. Und zwar machen wir die aus 4 Gramm Kognakmehl, 120 Gramm Mandelmehl, 4 Eier, Salz und 10 Gramm Flohsamenschalen. Falls du das ganze Video sehen willst, schau mal da oben das i und da kannst du draufklicken und da findest du das Rezept zu den Spätzle. Und diese Zutaten mischst du einfach zusammen und dann presst du das durch eine Nudelpresse, lässt die kurz kochen und dann abtropfen. Und damit jetzt aus diesen Spätzle auch Käsespätzle werden, brauchen wir noch Speck, 140 Gramm, eine Zwiebel und als Käse haben wir einen sehr würzigen genommen, das war jetzt ein Appenzeller, ungefähr 120 Gramm, noch etwas Petersilie mit rein und ein bisschen Butter. Und dann musst du zuerst mal den Speck gut anbraten, dass der so richtig schöne braune Stellen hat und dann kommt die Zwiebel mit dazu, da rührst du auch einmal kurz mit um und dann gibst du so ein Stückchen Butter mit dazu, das waren so ungefähr 10 Gramm und lässt das Ganze gut braten, bis die Zwiebel weich ist und eine schöne Farbe hat. Hey, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, mal kurz zwischendurch auf das Däumchen zu drücken, weil Däumchen retten Videos. Wenn es dir jetzt aber nicht gefällt, dann sag uns das mit zwei Däumchen nach unten. Und wenn es dann soweit ist, wenn alles gut duftet und so, dann kommen die Spätzle mit dazu und die brätst du auch noch mal kurz mit an. Also rührst halt einfach kräftig um, damit sich das alles schön vermischt und die Spätzle auch noch schön angebraten werden. Und dann kommt auch schon die Gewürze mit dazu. Also in unserem Fall ist die Petersilie und dann noch ein bisschen Pfeffer oben drüber. Zusätzliches Salz brauchen wir nicht, weil der Speck hat ja schon gut Salz mit dabei und du hast die Spätzle hoffentlich vorher auch beim Machen schon, also beim Kochen schon gut gesalzen. Deswegen, und schlimmstenfalls kannst du am Teller hinterher auch noch nachsalzen, das haben wir dann auch so gemacht. Und dann gibst du das Ganze dann in eine Auflaufform. Wir haben jetzt so kleine Schälchen genommen, du kannst aber auch eine ganz normale große Auflaufform nehmen und obendrauf dann nochmal etwas Käse und dann geht's ab in den Backofen. Und zwar müssen die dann da nochmal backen für so circa 30 Minuten bei 180 Grad Heißluft und du backst die so lange, bis der Käse gut geschmolzen ist und die richtig schön braun und lecker aussehen. Und so sehen unsere Käsespätzle aus. Die waren bei uns jetzt 30 Minuten im Backofen und dann hatten die oben so eine richtig schöne Farbe und der Käse war da so richtig schön drin geschmolzen. Leider war ich für die Fotos und für das kurze Video ein bisschen zu spät dran. Das heißt, da war es schon kalt und da hat sich das nicht mehr so schön gezogen. Aber es war wie Kässpätzle, wie man die früher aus High-Carb-Zeiten auch kennt. Also mach die auf jeden Fall nach, die sind voll lecker. Und wenn du die nachgemacht hast, dann schreib das unten in die Kommentare und auch, wie sie dir geschmeckt haben. Und wenn du wissen möchtest, wie wir diese Röstzwiebeln da oben gemacht haben, die waren nämlich auch total knusprig und ohne Weizenmehl gemacht, dann schreib das in die Kommentare auch mit rein und wünsch dir vielleicht da ein Video drüber, also wenn wir dir das mal zeigen sollen. Und ansonsten den Link gibt es wie immer zum Anklicken in der Infobox und wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem anderen Rezept. Bis dann, tschüss!